Auf der A5 bei Langen in Hessen ist die erste deutsche Elektroautobahn für Lkw in Betrieb genommen worden. Auf einer 5 Kilometer langen Teststrecke können Hybrid-Lkw über Stromabnehmer an Oberleitungen Energie tanken. Die Lastkraftwagen sollen wie Züge an die Leitung andocken und die Batterien aufladen. Mit dem Pilotprojekt will das Bundesumweltministerium umweltfreundliche Lösungen im Güterverkehr erforschen.